Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Erzzugsszenarios, welches uns von Trier-Erang in Richtung Koblenz-Moselweiß-Güterbahnhof führt. Vor uns stehen sie, unsere beiden elektrischen Eisenbahnen, die Lokomotiven der Baureihe 189, und neben uns zischt schon ein Intercity mit relativ alter Farbgebung an uns vorbei. Vorne dran hängt die 101er in, ich würde meinen, Bundesbahnfarbgebung und in Bundespolizeifarbgebung, so rum, nicht Bundesbahn, sondern Bundespolizei. Wir gucken uns das Ganze mal hier an. Aktuell stehen wir im Bahnhof von Cochem an der Mosel und ich gehe mal davon aus, dass der Intercity hier auch anhalten wird. So, da kommt sie schon eingefahren. 101060, wenn ich es jetzt richtig sehe. Und genau, die Hotline der Bundespolizei steht dran. Und ja, die Folierung der Lokomotive soll eben auch die Bundespolizei an der Stelle aufmerksam machen. Hier wahrscheinlich einfach als Werbepartner. Und hinten dran hängt eine ganz gewöhnliche Intercity-Garnitur, wie sie eben ja, gerade für die 90er bzw. 2000er Jahre sehr klassisch war. So, Türen öffnen und schließen sich, rechts und links, weil der eine Zug fährt schon ab und der andere ist gerade angekommen. Und ich würde mal sagen, wir folgen dem Zug hier gleich mal. Der Steuerwagen hinten hat sogar noch das wunderschön purpurfarbene Fensterunterband. Und genau, wenn der aus dem Bahnhof Cochem raus ist, dann dürfte es auch für uns weitergehen. Deswegen würde ich sagen, stiefeln wir ganz kurz vor in Richtung Erzzug. Denn das ist ja auch der Zug, den wir heute fahren wollen. Na, das Ausfahrsignal steht hier für den Intercity noch in Fahrtstellung. Der kommt da sogar gleich nochmal in Bundespolizeifolierung. Und wenn wir genau hingucken, ist es bestimmt auch noch dieselbe Lokomotivnummer. Aber so genau schauen wir in der Simulation natürlich nicht hin. Ja, wir lassen den Zug rausfahren und folgen ihm dann hoffentlich gleich. Kümmern uns zuerst einmal aber um unsere Schmuckstücke hier. Die beiden Elektrolokomotiven der Baureihe 189. So, hier drin angekommen. Schaut noch alles so aus, wie wir es hinterlassen haben. Nicht alles, das Führerbremsventil ist hier leider schon in gelöster Stellung. Wir legen das hier trotzdem mal ganz kurz noch an. Und versuchen auch ganz kurz die E-Bremse wieder anzurasten. Ja, hat funktioniert. Nicht wundern, dadurch, dass das Spiel quasi unterbrochen wurde und ich das eigentliche Szenario in zwei Teile aufgeteilt habe, kommt es jetzt hier einfach nochmal vor, dass wir gewisse Schalterstellungen noch einmal einnehmen müssen. Selbiges machen wir mit der AFB. 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 So, jetzt reagiert sie. Ausgeschaltet AFB. Und eingeschaltet. AFB. AFB. So, beim MTD funktioniert die Umstellung jetzt auch wieder. Wir gehen auf Zug- und Bremskraftanzeige. Und genau, ich hoffe mal, dass bei den Zugsicherungssystemen alles so stimmt. Die SIFA leuchtet schon mal auf, das heißt, sie ist deaktiviert. Und die PZB sollte eigentlich auch in der Stellung richtig sein. Na, der Fahrtrichtungssender springt nochmal zurück auf die Stellung 0. Es hat immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn man den Zug quasi aus einem Safe Game herauslädt, dass dann alles so bleibt, wie es mal war. So, jetzt drücke ich einfach nochmal zweimal Steuerung und 8 und dann sollten wir hier eigentlich auch wieder in der mittleren Zugart ankommen. Der Fahrtrichtungssender kann dann gleich wieder in Vorwärtsstellung gelegt werden, denn wir haben schon Ausfahrt bekommen, Ausfahrt mit 40 und können uns den Weg hier aus Cochem an der Mosel herausbahnen. So, es klingt gerade nicht so, als wäre der Hauptschalter wirklich eingeschaltet. Wobei, doch, da könnte was an sein. Wir tasten mal ganz kurz rein, nachdem wir natürlich die Zugkraft, nicht die Zugkraft, nachdem wir die AFB vorgestellt haben. Ach doch, da kommt Traktion. Sehr gut. Das wird uns nämlich hier in der Simulation leider nicht zu ordentlich angezeigt. So, vorne setzt sich die erste Lokomotive in Bewegung. Und hinten ist mittlerweile auch der letzte Wagen schon am Rollen. So, wir dürften gleich im Wechselblinken starten, ab 5 km/h. Und die Scheibenwischer stellen wir noch eine Stellung hoch. Wahrscheinlich jetzt hier aus der Intervallstellung auf die Normalstellung raus.
Genau. Das Startprogramm der PZB macht uns erstmal nichts aus. Wir dürfen sowieso nur 40 fahren und ja, die PZB würde erst bei 45 km pro Stunde eine Zwangsbremsung auslösen, falls wir uns eben nicht befreit haben. Da wir aber sowieso nur 40 fahren dürfen, können wir auch drinnen bleiben. So, mit unserer Leerzugfuhre, das muss man ja dazu sagen, auch wenn wir heute mit dem Erzzug unterwegs sind, ist es eben ein unbeladener Erzzug, also ein Leerzug. Und mit dem geht es jetzt auf den letzten Kilometern in Richtung Koblenz, da wo sich Rhein und Mosel treffen. Gewissermaßen nimmt auch der Flusslauf dieselbe Fahrtrichtung an wie wir, nämlich in Richtung Meer. Und auch wir wollen mit unserem leeren Erzzug in Richtung Meer. Denn gerade die Nordseehäfen, Rotterdam, Antwerpen, das sind so die typischen Ziele für leere Erzzüge. Aber auch in Hamburg wird hin und wieder Erz umgeschlagen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Stand 2024 ausschaut, welche Züge da in den Hamburger Hauptbahnhof, in den Hamburger Hafen verkehren mit Erz. In den Hauptbahnhof verkehren sie in der Regel übrigens nicht. So, und jetzt habe ich glatt eine Sache vergessen, nämlich die Markierung zu setzen, an der wir den Bahnhof von Korrem verlassen haben, beziehungsweise die letzte Weiche im Fahrweg. So, aber in der Simulation haben wir den schönen Vorteil, dass wir einfach mit der Außenkamera ans Zugende schweben können. Und da sehen wir schon, das Einfahrsignal der anderen Fahrtrichtung liegt hier. Es ist nur die Frage, wir haben eigentlich keinen Gegengleisfahrauftrag, was wir hier drüben zu suchen haben. Oder ja, genau, das ist die Besonderheit von Korrem an der Mosel, dass wir eben einen sehr langgestreckten Weichenbereich haben. Wir sind nämlich noch im Bahnhof drin. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann das jemand beantworten, der die Örtlichkeiten gut kennt. Also klar, hier an der Stützmauer kann man es schon so ein bisschen erahnen, dass vielleicht auch hier mal der Bahnhofskopf einfach größer war und dass er dann aufgrund von irgendwelchen Veränderungen einfach eingeschrumpft wurde. Aber warum liegt die Weichenverbindung erst hier vorne in Korrem? Also welchen Grund gibt es für das späte Ausfädeln des Zuges hier aus dem Weichenbereich? So, Roadrunner ist gesetzt. Und dann gucken wir mal. Also würde es noch ein Weilchen dauern, bis wir hier mit dem Erzzug raus sind. Interessant wäre auch mal zu sehen, tatsächlich, hier unten würde uns die Ausfahrt mit 60 angezeigt. Naja, ich habe jetzt auch nichts anderes hier im Plan drinstehen. Da steht bei mir nur Korrem an der Mosel, weil das ein vereinfachter Fahrplan ist. Reicht aber auch vollkommen für uns aus. Und deswegen fahren wir hier mit 40 aus dem Bahnhof raus. Ich habe jetzt auch zugegebenermaßen nicht darauf geachtet, ob da irgendwo eine Rangierhalttafel schon stand. So, jetzt haben wir eigentlich den Bahnhof verlassen. Ich mache das mal ganz kurz anders. Ich möchte nochmal schauen, ob hier hinten wirklich irgendwo eine Rangierhalttafel aufgestellt ist. Beziehungsweise... Nee, das ist wirklich einfach mit Ende... Oder mit Ende Weichenbereich, Ende des Bahnhofs. Das ist halt so die verwirrende Sache. Auf der einen Seite haben wir hier wahrscheinlich einen ESIG. Genau, haben wir unten ein F dran. Auch wenn die Weichenverbindung eben schon da vorne liegt. Aber das muss man sich dann halt genau angucken, wenn man auf den Örtlichkeiten unterwegs ist. Genau, aus einer anderen Fahrtrichtung gibt es dann lediglich ein Vorsignal nochmal vor der Weichenverbindung. Wobei es könnte auch sein, dass man das davorstehende Hauptsignal, wobei das steht eigentlich zu weit weg. Ja, das wird schon das Signal F sein. Aber nun gut. Von den 40 wollen wir weg, nämlich auf Korrem an der Mosel, Klotten. 100 können wir direkt einstellen.
Zugkraftnehmerstückchen zurück. Und 100 ist ja auch die Höchstgeschwindigkeit, die wir mit unserem leeren Erzzug hier heute fahren wollen. Störung. Ja. Störung, liebe Lokomotive, die kannst du zu Hause lassen. Die brauchen wir nicht. Die nimmst du bitte wieder mit ins Betriebswerk. Das können die Kollegen dort dann beheben. So, einmal volle Traktion gewählt. Die Lokomotive steuert das jetzt von selbst sowieso so ein, wie sie es eben braucht. Oder wie sie meint, dass es richtig ist. So, bei 44,1 sind wir vorbei. Die 100 haben wir gleich auch im Tacho. Und dann können wir schon mal hier drüben umschalten. Einmal weiterblättern. Und dann geht es eben gleich rein nach Quint, nach Schweich und Föhren. Wobei, da ist, glaube ich, etwas schiefgelaufen. Irgendwie klingt das jetzt hier auch vom Sound wieder mal sehr komisch, als ob dann ein Geisterzug an uns vorbeifahren würde. Mittig, Bengel, da sind wir schon durch. So, Kochen. Genau, es geht dann nämlich weiter mit Pommern an der Mosel, Dreiskaden und Müden an der Mosel. Ach, okay. Das werden die Fahrmotorlüfter sein. Von den 189ern. Die sind doch jetzt sehr laut. Wahrscheinlich stimmt da was nicht so richtig mit der Geräuschkulisse. Weil die sind von außen, habe ich so das Gefühl, leiser als von drin. Also hier drin ist es gefühlt lauter, als wenn man mit der Kamera direkt neben der Maschine draußen ist, wo eigentlich der Wind pfeift. Man die Lautstärke durch die Güterwagen mit dazu hat. Aber ja. Ja. Was zurückgespeist wurde, sehen wir jetzt hier leider auch nicht bei der Lokomotive. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Wir nehmen erstmal die Zugkraft raus. So, dann 90 sind angesagt. Das war ein bisschen stark. Das können wir uns auch mal wieder merken, dass wir hier rein mit der elektrischen Bremse auch den Zug runterbremsen können. So, und die 90 sind eingestellt. Und damit geht's durch Pommern. So, dahin geht schon mal ein Stern unter. Ist so ein typischer Anzeigefehler aus dem Train-Simulator, dass da irgendwie das Wetter, ja, sich etwas sehr schnell dreht und auch mit so einem, ja, doch relativ unschönen Anschein. Jetzt hat sich das Fahrzeug wieder beruhigt. Und wir nehmen den normalen Ton an. Sehr schön. Ach, guck mal. Hier kommt auch von der CFL ein, ja, Repaint-Flirt vorbei. Der 2306 soll hier eigentlich, ja, nicht den Flirt darstellen, sondern eben den Dosto-Zug. Der müsste, wenn ich richtig informiert bin, auf Stadler-Kiss-Basis basieren. Aber wer da, ja, insbesondere aus Trier kommt und auch an der Mosel öfters mal unterwegs ist, der wird da sicherlich nochmal den genauen Fahrzeugtyp kennen. Und genau dafür gibt es die Kommentarfunktion. Natürlich auch dann, wenn ihr einfach was Schönes oder was vielleicht auch nicht so Schönes am Szenario oder eigentlich, ja, auch für das Video gilt das natürlich genauso, auffällt, dann gerne mal in die Tasten hauen und, ja, einfach was drunter schreiben.
Würde mich sehr freuen, wenn du irgendeine positive Rückmeldung zum Video, zur Fahrt etc. hast. Und natürlich aber auch genauso konstruktive Kritik, die ist immer gerne gewünscht. So, bei den 80 machen wir jetzt erstmal gar nichts. Wir lassen den Zug nur ausrollen und hoffen mal drauf, dass wir ungefähr am Signal vorne die 80 auf dem Tacho haben. Ansonsten korrigieren wir gleich nochmal ein bisschen, allerdings hier nur mit der E-Bremse. Auf der linken Seite übrigens nochmal der Flirt als Syvex und eben die CFL-Variante. So. Main switched off. Also Main Switch switched off. Die 80 sind gültig ab hier. Unsere Smiley EL1-Tafel und unser Grinsemund EL2. Na gut, wir brauchen hier keinen Roadrunner zu setzen. Wir haben ja gar keinen Triebzug. Alle elektrisch angetriebenen Triebfahrzeuge sind durch die Schutzstrecke hindurch. Wir haben auch jeweils nur eine Stromnehmer gehoben gehabt und haben auch keine elektrische Verbindung untereinander, was den Fahrstrom angeht. Von daher können wir hier direkt wieder einschalten und müssen auch nicht während der Durchfahrt abbügeln. Miep, miep. Die Ente meldet sich auch. Beziehungsweise, ja, eigentlich soll sie den Roadrunner darstellen. So. Und ja, so weit ist es gar nicht mehr, bis nach Koblenz. Wir haben tatsächlich schon im ersten Teil den Großteil der Fahrt hinter uns gebracht. Leider irgendwo, weil Erzzug fahre ich, wie schon sehr oft erwähnt, doch sehr gerne. Und auch an der Stelle nochmal der Appell. Ich weiß, es wurde auch schon unter einem anderen Video kommentiert, dass es eben schon weitere Szenarien zu Erzzügen gibt. Leider waren all die Szenarien, die ich aber irgendwie in Verbindung mit einem Erzzug gefunden habe, die wir noch nicht gemeinsam gefahren sind, immer Nachtszenarien. Und bei Nachtszenarien ist immer so das Problem, dass man ja nicht wirklich schön etwas zeigen kann, beziehungsweise auch nicht allzu viel von der Umgebung sieht. Und gerade deswegen wäre es eben schön, wenn vielleicht irgendjemand noch ein weiteres Szenario kennt zu den Erzzügen, dass er gerne mal unten drunter kurz einen Hinweis, einen Kommentar hinterlässt. Also ist natürlich keine Garantie, dass das Szenario dann auch ja, definitiv vorgestellt wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach schon aus persönlichem Interesse von mir sehr groß, dass wir dann nochmal Erzzug gemeinsam fahren. Weil ich nehme das auch immer so aus den Kommentaren mit, gerade unter den Erzzug-Videos. Ich versuche die immer, ja, nicht zu knapp hintereinander zu bringen. Wenn es nach mir ginge, könnten wir auch eine ganze Woche lang nur Erzzug durchfahren. Aber ich weiß, das würde dem einen oder anderen Zuschauer nicht so gefallen. Und deswegen streuen wir das immer schön. Aber, ja, wenn man da so in ein, zwei Monaten vielleicht, oder vielleicht auch Wochen, nein, aber wenn man in etwas absehbarer Zeit mal wieder einen Erzzug vor der Nase haben, am liebsten natürlich im beladenen Zustand und an der Massengrenze, so dass es schön schwer wird. Genau, das wäre mir einfach ja, irgendwo eine Herzensangelegenheit, muss ich einfach sagen. Und genau, ich würde mich darüber freuen. Allgemein sowieso, also die Erzzüge sind halt die Königsklasse an Güterzügen, könnte man sagen, die man in Deutschland so antrifft. Aufgrund eben der hohen Masse. Gut, die Geschwindigkeit ist ja verhältnismäßig eigentlich relativ niedrig, wenn man das mit anderen Güterzügen vergleicht, wenn man es mit Schnellzügen natürlich auch vergleicht. Also da tuckert man eher gemütlich durchs Land, muss man wirklich sagen. Und ja, überhaupt mal so einen Erzzug in Realität zu sehen. Ich glaube, einmal hatte ich schon das Vergnügen, ohne dass es mir wirklich aufgefallen ist. Aber so ein 5000-Tonner, also das wäre schon irgendwo ein Träumchen. So, die 110 stehen am Streckenrand. Na, nicht 110, sondern 100. Oder auf 105 war es gerade.
Durch geht's, durch den Bahnhof Moselkern. Die 155 vor der Zwieschutzweiche. Denn so richtig Flankenschutz geben kann man damit nicht. Ja, es gibt für die Weiche quasi immer nur eine Möglichkeit. Entweder ja, man gebietet Flankenschutz in der einen Richtung, gefährdet aber den anderen Strang. Und genauso schaut es eben auch in der anderen Fahrtrichtung aus. Deswegen, oder das ist gemeint mit, es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich dass man immer irgendeine Fahrstraße quasi gefährdet. Oh, jetzt wird es wieder laut, ja. Ich habe die Fahrmotorlüfter wieder getriggert. Also man merkt es immer relativ leicht daran, wenn ich eben sehr viel Zugkraft freigebe von der Lokomotive. Ich sag mal so über 40 bis 50 hoch, dann springen die schon direkt an. Was aber auch einfach szenariobedingt der bereits hohen Auslastung geschuldet sein dürfte. Weil wir ja im Szenario schon den Erzzug sehr lange fahren und auch von den Außentemperaturen ist das hier in der Simulation jetzt ja, ein typischer Sommertag, an dem es eben warm ist. Ah, da geht's schon rein nach Hudsonport. Und auf Katerns kommen noch. Oder Katerns, so rum. Oh, wir nehmen sie mal raus, die Traktion. Wir müssen ja sowieso auf 80 runter. Bei 24,6. Die Ankündigung dürfte auch gleich kommen. Jetzt in roundabout einem Kilometer. Was mich dann auch mal wirklich interessieren würde, gerade jetzt bei der Doppeltraktion 189er, wie viel Zugkraft wirklich an der ersten Kupplung hinter den beiden Lokomotiven und dem Wagen entsteht. Ob da wirklich die vollen 600 kN teilweise zustande kommen oder ob das eben ja, nur der erdachte höchstmögliche Zugkraftwert ist. So, die 80 jetzt hier wahrscheinlich mit Beeinflussung. Ne, legt ein GPU dran, sehr schön. Jetzt gerade hier mit 5 kN pro Fahrmotor, das ist natürlich nichts im Vergleich dazu, was die Fahrmotoren hier leisten können. Aber es ist ja auch ein leerer Erzzug. Beim Vollzug brauchen wir dann eben auch volle Kraft. Gerade das macht eben auch irgendwo den Reiz aus beim Erzzug, dass man ja, diese hohe Zugmasse einfach handeln muss. Gerade auch beim Bremsen, da dann in Bremsart G unterwegs zu sein. Das ist eben auch nochmal eine Herausforderung. Das heißt nicht umsonst Königsklasse auf Schienen. Ah, wieder durch die wunderschönen Weinreben hier hindurch. Die säumen halt auch wirklich im gesamten Moseltag, kann man eigentlich sagen. Die Berghänge. Das sieht immer wieder schön aus.
sogar noch 1 Kilometer und dann geht es wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Ja, auch wenn man mal sich auf die Wagen konzentriert, wie lange da immer noch Wagen um den Gleisbogen herumgefahren kommen. Ja, wahrscheinlich sieht man das Ende gar nicht mehr. Ah doch, da war es noch ganz kurz zu sehen. Also mit so vielen Wagen, man kommt eben auch, das ist eben die nächste Sache, gerade auch bei den Erzzügen, einfach an die maximal zulässige Mindestlänge und teilweise sogar darüber hinaus. Gerade bei der Doppeltraktion 151, die ja bis vor einigen Jahren noch sehr oft vorgespannt waren vor die Erzzüge, kam es sogar dazu, dass man die eigentlich höchst zulässige Anzahl an Achsen in einem Zug überschritten hat. Um genau zu sein, waren das 2 Achsen, meine ich. Mit den 189ern müsste man das Maß genau erfüllen, denn jeder Einzelwagen hinten, also nicht Doppelwagen, ich sage bewusst Einzelwagen, hat 6 Radsätze. Und wenn man das aufsummiert, ist man eben bei der höchstmöglichen Wagen- und Lokanzahl auf, ja, quasi über die zulässige Anzahl an Achsen hinweggekommen. In Summe müssten es 2 sein, die dann da zu viel gewesen sind. Aber speziell auf den Strecken, wo eben diese langen Züge unterwegs gewesen sind, hatte man quasi eine Ausnahmegenehmigung, konnte damit fahren und die Anlagen waren auch in Anführungszeichen dafür ausgelegt oder angepasst. Man wusste schon, wenn man über andere Strecken gefahren ist, beziehungsweise auch gewisse Signaltechnik benutzt hat, dass dann ja einfach gewisse Fehler entstehen. Gerade eben bei Nicht-Gleisstromkreisen. Na, wie heißt's? Ich guck gerade nicht auf den Namen. Womit man Achsen ein- und auszählen kann. Achszähler, so. Gerade bei Achszählern ist man da an die maximal zulässige Achszahl, die eben gezählt werden konnte, herangeraten. Und da kam es dann eben auch relativ oft dazu, dass bei den Achszählern dann Fehler ausgegeben wurden. Oder was heißt relativ oft? Immer dann, wenn es eben zu viele Achsen waren, wurde ein Fehler ausgegeben, eine dauerhafte Belegmeldung. Ja, so viel noch am Rande. Wir sind gerade am Streckenkilometer 19,8 und dürfen damit eigentlich schon Zugkraft aufschalten. Die LF7-Tafel haben wir nämlich schon längst hinter uns gelassen. So, wir bleiben also ungefähr bei 35 kN pro Fahrmotor, damit hier nicht unbedingt gleich wieder die Fahrmotorlüfter anspringen. Vielleicht können wir es ja verhindern. Ja, und was natürlich besonders schön wäre, einfach den Erzzug mal in der Realität, zwar auch mit 189ern zu erleben, ja, keine Frage, aber 251er davor gespannt, wo man wirklich nochmal Eisenbahn hautnah hat, so wie es in den 70er, 80er, 90er Jahren gefahren ist, das wäre schon was. Oder man geht noch ein paar Epochen zurück und guckt sich das Ganze mal mit Dampflokomotiven an. Gerade die Strecke durchs Emsland ist ja sehr berühmt mit dem, das war auf den 90er, komm. Da wollte die Zugkraft gerade nicht rausgehen. Und dann waren wir runter auf 90. Genau, die Strecke im Emsland, worauf der lange Heinrich auch verkehrte. Spitzname für den langen und dampfbespannten Güterzug. Wie schwer der jetzt war, weiß ich tatsächlich auch aus dem Kopf gar nicht mehr. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das an die 4000 Tonnen ran waren. Wer da aber zu genaueres wissen möchte, den muss ich jetzt tatsächlich mal an das allzu kluge Internet verweisen. Alle Zahlen, Daten und Fakten habe ich dann doch nicht im Kopf. Aber das dürfte mit wenigen Klicks erledigt sein. So.
schon mal weiterblättern. Und ja, mit den 90 haben wir es jetzt eigentlich auch geschafft. Wenn wir nämlich mal hier drüben schauen im Fahrplan, das sind jetzt alles 90. Bis, ja, Koblenz-Gülz erstmal. Aber auch nach Gülz geht es nicht sonderlich lang weiter. Da folgt nämlich dann schon direkt Koblenz-Moselweiß. Da kommen noch einmal die 70 dann. Aber ja, das ist de facto sowieso dann schon der Bremsvorgang, den wir für Koblenz-Moselweiß de facto einlegen. Weil mit den 1,3 Kilometern da können wir nicht mehr sonderlich viel anfangen. Ja, zum Ende natürlich nochmal eine Störung. Die nehmen wir auch noch mit. Alles nach Koblenz. Hier nochmal sehr schön die 151er davor. 155 Korrektur. Ich habe schon so viel von der 151 heute geschwärmt vor dem Märzzug, dass sie sich schon völlig in meinem Kopf manifestiert hat. Also das wäre halt auch richtig cool, ne? Wenn sich jemand dazu erübrigen sollte, ein Szenario mit einem Erzbomber zu bauen bei Tageslicht, dann wäre das natürlich auch schön, wenn man da 151er davor spannen könnte. Dann einmal mit einem Vollzug Richtung Dillinger Hütte braust. Beziehungsweise es muss ja auch gar nicht immer die Strecke Koblenz-Trier sein, sondern auch, ja, man könnte die Fahrt ja bereits in Köln starten lassen und dann eben Richtung Koblenz runterrollen. Oder, optional, könnte man auch sagen, okay, wir fahren nicht linksrheinisch, sondern rechtsrheinisch mal. Wobei, da weiß ich gar nicht, wie das dann ausschaut mit der Überführung, ob wir da problemlos in Koblenz dann die Anknüpfung hinbekommen. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, müsste man sich fahrtechnisch nochmal angucken, wie man da die Routenplanung erstellt. Oder aber auch, das geht ebenfalls, dass man ein derartiges Szenario für Hamburg-Hannover plant und man dann da eben, ja, auch einen schweren Erzzug simuliert, meinetwegen vom Hafen weg. Und da, ja, theoretisch auch in Richtung Salzgitter. Da sollte es ja auch die Möglichkeit geben. Und ich meine sogar, dass man auch dort, ja, mit den AK-Kopplungen gefahren ist. Auch die müssten dort im Einsatz gewesen sein. Könnte sogar sein, dass sie es heute noch sind. Ja, würde sogar Sinn machen, weil das Zugewicht wird nicht abgenommen haben. Im Gegenteil, nach Möglichkeit würde man das sogar, oder wenn es darum ginge, was man wollte, würde man es wahrscheinlich sogar noch erhöhen. Aber vielmehr lassen die Strecken und vor allem auch die Triebfahrzeuge eben irgendwo nicht mehr zu. Vorteil aber eben in Hamburg oder Umgebung, dass alles doch sehr flach ist. Der ein oder andere Hügel dürfte mal die Umgebung schmücken. Allerdings haben wir eben nicht solche Verhältnisse, wie das hier an Rhein und Mosel der Fall ist. Klar, das ist auch überwiegend flach, zumindest was die Trassierung angeht. Aber es sind doch schon mal im Vergleich zum Umkreis um Hamburg wesentlich mehr Steigungen und Gefälleabschnitte. Gerade vor Trier, wenn man dann eben in Erang reinfährt, haben wir doch davor den ein oder anderen hügeligen Abschnitt. So, ihr könnt den eigentlich nochmal ausschalten, ne? Aber es lohnt sich halt nicht. Wir bleiben einfach bei den 90, würde ich sagen, und rollen damit gemütlich durch. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob wir jetzt schon die Zugkraft rausnehmen können und ob wir damit bis nach Koblenz-Moselweiß reinrollen würden. Aber im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass wir vielleicht mit 30 km/h in den Bahnhof reinschleichen. Deswegen lassen wir das jetzt mal.
9 Kilometer noch bis zum Streckenende bzw. Streckenanfang. Und da geht's schon weiter. 90 erwarten. Oh, schön. Ein Vectron. Ich glaube, die Reconnecting Europe Variante war es. Genau, die Connecting Europe Variante von MRC. So, nächste Ankündigung 90. Chaka. Am Autotransporter noch vorbei. Es dürfen die HRCS-Wagen sein. Na, wo steht's dran? Steht's überhaupt irgendwo dran? Hm? Ja, hier. Ah ne, HCCRRS, okay. Ja, das typische Problem mit den Güterwagenbezeichnungen. Da wird gerne mal herumgewürfelt. Auch interessant, dass uns Koblenz-Mosel-Güterbahnhof, Gleis 405, immer noch mit 45 Kilometern Entfernung hier unten angezeigt wird, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Die Strecke ist um 6,8 Kilometern zu Ende, was dann, ich meine, sogar im Hauptbahnhof von Koblenz sein dürfte. Können wir mal gucken. Genau, Koblenz Hauptbahnhof. So, abgesehen von Güls und der 90 gibt es jetzt eigentlich keine sonderlich relevanten Ereignisse mehr im Fahrplan in dem Abschnitt. Deswegen können wir hier direkt schon umblättern. Auch Koblenz-Mosel war es, wo wir auch unseren Ziel- und Endbahnhof haben. Die Fuhre, selbstverständlich, geht dann noch weiter. Aber wir haben in Koblenz-Mosel-Weiß Schichtende, übergeben dort den Zug und lassen den dann weiterfahren. So, jetzt haben wir allerdings auch die 70 erreicht. Das heißt für mich irgendwo, dass wir mindestens so viel Zugkraft aufschalten, um die Geschwindigkeit beizubehalten. Einfach damit wir jetzt nicht hier unnötig Verspätung aufbauen. Ich denke mal, durch die Aktion in Korem sowieso nochmal haben wir da genügend Minuten aufgebaut. So, 70 erwarten. Wir sind natürlich sowas von wachsam. Und nehmen hier trotzdem nochmal die Zugkraft raus. Lassen die Fuhre einmal rollen. Denn bei den 70 bleiben wir jetzt hier nicht mit dem Tacho. Wir lassen jetzt sowieso erstmal den Zug ausrollen. Und andererseits auch schon deswegen lassen wir die 70 nicht drinnen stehen, weil es natürlich sein könnte, dass der Tacho einmal kurz hoch auf die 71 schnippt. Und da wollen wir natürlich keine Zwangsbremsung riskieren. Deswegen, wir lassen den Zug jetzt schön ausrollen. Bis auf 65, oder, also nicht komplett, sondern so auf 65. Das reicht aus. Gleich geht es auch noch über die Mosel hinweg. So, 70 ab hier. Und dann kommt unser Vorsignal gleich, was Langsamfahrtwarten anzeigen dürfte. Bingo, VR2. Wir ziehen einmal am Glöckchen. Lassen die Lokomotive noch einmal reden. Boah, herrlich. So, und bremsen dann aber auch runter. Und das ist eben das Coole. Hier geht man wirklich nur in die,
Bremsstellung rein und hat wirklich das Gefühl, dass der Zug schon gewissermaßen den Anker schmeißt und man bei der Zielgeschwindigkeit gleich rauskommt. Ankern wir nochmal nach. Zack. Und dann geht's hier weiter mit VR0, halt erwarten. Und natürlich erstmal Langsamfahrt. Oh boy. Lass die Zugkraft mal weg. Solange wie die Fuhre rollt, rollt sie. Und den Rest macht sie auch von alleine. Von Transregio hier drüben noch die anderen Triebzüge, die abgestellt sind. Wer sich übrigens für die interessiert, die sind von Chris Trains. Die müssen auch für das Szenario hier leider extra erworben werden. Die gibt es nicht als Freeware. Die sind käuflich im Chris Trains Shop zu erwerben. Die Lokomotiven hier übrigens von Virtual Railroads, genauso wie die Wagen. Die Strecke wird durch Aerosoft gepublished. Hinweis dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten Wagenpark schaut ganz klar und deutlich nach 3D-Zug aus. Der Startler wird ebenfalls von Chris Trains. Und damit hätten wir es eigentlich auch in der Summe. Es dürfte der Großteil der Fahrzeuge sein. Die 155 von DTG, die wir zwischenzeitlich gesehen haben. Das Reichsbahnkamel, die Baureihe V100 von Rivet Games. Genau, die Vectron-Lokomotiven sind ebenfalls aus dem Güterwagenpark. Ja, das dürfte es in der Summe sein. Für weitere Informationen eben im Szenario nachgucken. An der Stelle gehen auch noch liebe Grüße raus an den Szenarioersteller. Das nennt sich hier, wie gesagt, Baureihe 189, 5000 Tonnen Erzzug an der Mosel Teil 2. Und da auch nochmal explizit eben für den Hinweis des Szenarios. Also, dass das Szenario eben besteht. So, die Dienstfahrt steht neben uns. Die Bremse haue ich jetzt mal voll rein. Die Leistung wird gleich nachlassen. Und na, warte mal, wir wollen noch ein Stückchen nach vorne. Ich weiß nämlich nicht, ob wir den Streckenabschnitt schon freigefahren haben. Doch, ist der Fall. Perfekt. Ja, und dann können wir eigentlich schon die Stillstandsbremsung einleiten. Ich möchte aber noch ein Stückchen vor, einfach weil das schöner aussieht fürs Ende. Wir vorne einigermaßen in einer Reihe mit dem Flirt stehen. Der übrigens hier auch nochmal jetzt in Fahrtrichtung rechts neben uns in Rhein-Ruhr-Express-Version als RRX. So, und eingebremst. Und das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, dir hat diese Fahrt und auch die vorherige Fahrt auf dem Erzzug schon gefallen. Würde mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und natürlich einen Kommentar unter dem Video. Und falls das Ganze noch nicht geschehen ist, würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, denn hier gibt es jeden dritten Tag um 14 Uhr ein Video auf dem Kanal. Hallo Kollege, dann hast du es erstmal geschafft. Und nach einer kleinen Pause geht es auf die Strecke Köln-Koblenz weiter. Wünsche eine gute Fahrt, Weiterfahrt und später einen angenehmen Feierabend. Fortsetzung im Teil 3 auf der Strecke Köln-Koblenz Version 2. Genau, das war's für heute. Allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.